Ich kann euch sagen, mittlerweile ist hier der reinste Jurassic Park. Und in der Box des Schreckens ist auch kein Platz mehr und die brechen schon alle aus und bedrohen mich mit ihren Steinzeit-Äxten und grinsen blöd und haben Helme auf und weiß der Däubel was. Dagegen muss was getan werden und zwar jetzt. Gut, dass ich das hier gefunden habe. Was ist das? Predators DNA Fusion Vulkan Playset. War nur noch eins da, war offensichtlich ein Restposten und das ist auch gut so. Wozu brauchen Dinosaurier einen Vulkan? Zum drin leben? Habe ich noch nie was von gehört. Da würden sie ja wohl eher aussterben. Gut, aber das sind ja auch keine normalen Dinosaurier. Die haben ja DNA-Fusion hinter sich. Leider ist es aus der ersten Serie und nicht aus der Insect Invasion. Deswegen sieht der Dino, der dabei ist, so aus, wie er aussieht. Und nicht so schick wie dieser Genosse hier. Insect Invasion, DNA-Fusion. Man sieht schon. Was hat der Vulkan hier noch drin? Ein Licht. Kann man testen. Hat Batterien drin. Schöne Sache. Und es gibt auch noch eine andere Version, die ich aber leider nicht gefunden habe, mit einem Käfig, was ich viel praktischer fände. Aber leider, wie gesagt, ein Restposten, deswegen gab es ihn nicht. Was auf jeden Fall drin ist, noch eine Waffe, eine Karte und wahrscheinlich noch ein Booklet. Ich denke mal, wir gucken mal lieber rein. Wo ist mein Messer? Einen Moment. Na, hier ist es doch. Sehr gut verpackt, damit die Dinos nicht ausbrechen. Sehe schon. Wow. Mit so einem Draht festgemacht. Hier ist erstmal der Dino. Seine Zähne passen ins Maul und leuchten garantiert im Dunkeln. Ja. Einen tollen Schwanz hat er auch. Meine Güte. Oh, Moment. Naja, wie du meinst, Kollege. Wer bist du überhaupt? Ein Megakylosaurus, wie mir diese Karte sagen will. Dazu kommen wir gleich. Erstmal brauche ich den Vulkan. Also mal ehrlich, das ist. Aha! Ja gut, aber das war noch nicht alles, habe ich das Gefühl. Naja, gut. Also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay, Simba. Gummiband drum. Okay. Eine. Meine Güte, die Verpackungsmaterial. Eine Dinosaurierhöhle unter dem Vulkan. Schön. Licht oben im Vulkan. Okay. Und öffnen kann man sie auch. Toll. Wie viele Dinosaurier werden da wohl reinpassen? Vermutlich weniger als in die Box des Schreckens, was schlecht ist. Andererseits, es sieht natürlich auch etwas stylischer aus als die Box des Schreckens. Da sind wenigstens keine hässlichen Dinosaurierfratzen drauf. Wenngleich, naja, auf dem Knopf ist irgendwas. Mal sehen. Naja, das wird nichts mehr. Ja, die Bude ist schon voll, bevor ich angefangen habe. Das ist schade. Wow. Sie kommen schon durch die Tür. Nein, das ist irgendwie nicht das Richtige. Ich hätte doch lieber den Käfig kaufen sollen. Aber wie gesagt, den gab es ja gar nicht. Wie hätte ich das wohl machen sollen? Da ist die ganze Rasselbande schon wieder. Oh, jetzt auch. Also, die haben das ja wirklich eingeschweißt hier. Moment, das haben wir gleich. Aha, da ist er. Megakylosaurus. Ein schneller Läufer mit kraftvollem Schwanz und schwerem Panzer. Wo ist er? Da. Ja, okay. Kraftvoller Schwanz. Kommt hin. Sieht irgendwie nicht so gut aus wie auf der Karte. Naja. Hat eine außergewöhnliche Begabung im Umgang mit seiner rasiermesserscharfen Axt. Besonders für den Einsatz bei Rettungsmanövern ist das wichtig. Ach ja, Rettungsmanöver? Lalü, lalü, lalü! Platz da, bin Arzt! Glaube ich ihm nicht, sorry. Los auf!
Und das Heftchen, das kenne ich schon. Immer noch Vulta als Boss. Na klar, ist ja auch aus der ersten Reihe. Ja, das ist alles schön. Das kennen wir alle schon. Das war schon mal ein Blindpack dabei. Das hätte besser laufen können. Irgendwie hat Simba da nicht nachgedacht. Wie viele Dinosaurier sollen in diese Vulkane schon passen, wenn die so groß sind? Na, die hohe Tür bringt es auch nicht weiter, wenn da eigentlich nur zwei, drei Dinosaurier reinpassen. Fragen über Fragen. Simba wird es mir nicht beantworten können. Ich auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.